Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von dem Ultimate-Projekt. Und ich habe schon lange keine Folge mehr vom Ultimate-Projekt hochgeladen. Ich glaube, es ist schon 2 Wochen her, meine ich. Wenn nicht sogar länger. Ich weiß ja nicht, wann ich dieses Video gerade hochlade. Da ich jetzt keinen Termin, keinen gefunden habe, in dem ich es gerade zusammen aufnehmen könnte, nehme ich es diesmal alleine auf. Oft gefragt wurde, wann endlich mal eine neue Folge von dem Ultimate-Projekt kommt, dachte ich mir, nehme ich dann das eben alleine auf. Dann kommt jedenfalls wieder mal eine Folge und ich habe auch wirklich mal Lust, am Haus weiterzubauen, weil es hat mir schon Spaß gemacht. Es ist gerade Nacht, ich stelle den Sound mal aus lauter. Letztes Mal hat es geregnet, deswegen habe ich ihn, glaube ich, leiser gemacht. Obwohl, ein bisschen leiser kann ich schon machen. Ich hoffe mal, dass in der Zeit gerade nicht ein Creeper auf mich zukommt. So, dann schnappe ich mir jetzt erstmal die Zombies da vorne und ich habe nichts zu essen. Toll. Das ist natürlich auch eine super Voraussetzung, ohne Essen jetzt loszugehen. Erstmal hier gucken. Es kann doch nicht sein, dass ich hier nichts mehr ordentliches zu essen habe. Das kann doch jetzt irgendwie auch nicht sein, weil ich lege mich dann doch erstmal schlafen. Damit ich jetzt hier nicht elendig krepiere. So, dann essen. Ja, eine giftige Kartoffel. Bringt es natürlich super weiter. Ich mache jetzt mal hier. Kakaobohnen habe ich gar nicht. Müsste ich eigentlich mal am. Ich glaube, der Spawn war ja im Dschungel. Da müsste ich dann demnächst mal hingehen, da Kakaobohnen sammeln. Aber jetzt erstmal crafte ich dann ganz normale Brote und keine Kekse. Ist ja eigentlich dann auch egal. Dann habe ich eben 7 Brote. Es ist zwar nicht die Welt, aber. Ja. Für den Anfang geht es. Es ist immer noch besser als nichts. So, habe ich eigentlich das Radar an? Radar müsste Heidradar on. So, jetzt sehen wir auch wieder die Monster. In meiner Singleplayer wird ich natürlich nicht das Radar anmachen, weil ich weiß auch nicht, da gefällt mir es dann doch nicht so gut. Aber jetzt, wo man sowieso hier ist und wo jeder das Radar im Projekt anhat, dann darf man das ruhig machen, weil sonst wären wir im Nachteil. Und das wäre ja auch nicht so schön. Also fände ich jetzt jedenfalls nicht so schön. Wir können eigentlich einmal alles abernten hier. Ist ja sowieso alles reif jetzt. Ein bisschen leiser mache ich mal. Moment. So. Nein. Okay, genau. So. Zack, 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 zack und zack. So. Wir können das alles schön einsammeln. Und dann haben wir wieder einiges zu essen. Also können uns dann wieder einiges zu essen machen. 12 Weizen, naja, einiges ist es jetzt eigentlich auch nicht, aber jedenfalls schon mal etwas. So, dann pflanze ich mal wieder nach. Weizensamen. Ach, dafür hatte ich ja eigentlich auch mir eine Sichel gemacht, um das Feld abzuernten. Das habe ich jetzt ganz vergessen gehabt. Naja, Moment, ich stelle das Mikro kurz anders hin. Es kann jetzt gerade ein bisschen rauschen. So, dann werde ich es mal wieder weiter pflanzen. Ich habe es da. Dann pflanze ich mal mit Flaxseeds weiter. So. Jetzt mal gucken, dass wir den Farm. Mit der Farm werden wir irgendwann noch optimieren. Aber jetzt erstmal sind wir am Haus beschäftigt. Achso, und ich wurde letztens auch gefragt, was denn mit dem alten Ticket Light Let's Play los ist. Ja, es ist nicht abgebrochen, es ist einfach nur pausiert, da jetzt das Ultimate-Projekt ja läuft. Und da ich jetzt nicht wusste, wie ich das dann machen sollte mit dem Ultimate. Ja, also, weil es eigentlich von der Art her ist ja das gleiche. Also, es ist ja auch mit Technik und so weiter. Und da wollte ich jetzt nicht 2 Technik-Sachen gleichzeitig laufen haben. Ticket Light gibt es zwar noch mehr Technik-Mods, als hier drin sind, aber trotzdem wollte ich da jetzt nicht. Ach, Kartoffeln haben wir jetzt ja auch. Ach, da haben wir gar nichts angepflanzt. Das ist natürlich jetzt auch richtig blöd. Das ist ja immer sehr blöd. Hier können wir eigentlich nur eine Reihe durchziehen. Haben wir eigentlich fast nur Flachs angepflanzt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Können wir jetzt hier noch Kartoffeln reinhauen? Können es eigentlich auch Kartoffeln machen, also Kartoffeln backen. Dann lege ich die mal. Ach, das ist ein Generator. Ich
habe ja schon, war ja schon so lange nicht mehr im Projekt weitergemacht, da muss ich erstmal. Ach klar, es ist ein Generator. Ist ja auch egal. So, dann tue ich das Ganze mal in die Fornaze rein. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Müsste eigentlich reichen. Ja, auf jeden Fall. Wahrscheinlich kriegen wir noch, haben noch einen Kohle übrig dann. So, So, dann haben wir auch gleich einiges zu essen. Das Weizen können wir mal in die Kiste legen. Obwohl nicht in die. Nee, das ist doch die Wertsachenkiste eigentlich, oder? Genau, das ist eigentlich die Wertsachenkiste. Warum ist denn hier sowas drin? Das gehört doch eigentlich da gar nicht rein. Das ist auch kein Wertsachen. Das auch nicht, 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 das auch nicht. Ach. Legen wir erstmal ein bisschen um hier, dass wir ein bisschen Ordnung in den Kisten haben. Das. Ach, da ist ein Weine-Kakaobohnen. Okay, wir haben aber kein Tropenholz. Rotten Flash. Glasbottles. Das. So. So. Und so und so. Dann haben wir hier noch das Gunpowder und Strings, Leder, Knochen, Sattel, Eimer, Schilder. Und ja, Enderperlen lasse ich einmal drin. So, dann haben wir die Wertsachenkiste mal was aufgeräumt. Kann das alles hier rein. Ach, und Fleisch haben wir auch nicht. Das habe ich gar nicht übersehen. Habe ich gar nicht übersehen. Ich habe es übersehen. Genau. Aber ich war hier mit dem Haus nicht zufrieden. Ich werde jetzt mal im Haus weiterbauen. Hier war ich aber noch nicht so ganz zufrieden. Das finde ich ist mir irgendwie. Weiß ich nicht. Das gefällt mir so nicht. Nee. Das geht so nicht. Das wird nochmal abgerissen. Tut mir leid, aber es gefällt mir einfach nicht. So, das kommt dann auch mal weg. Das auch. Und dann hier das, den normalen Marmor erstmal abreißen. Da werde ich ja noch was ändern. So, und dann mache ich das nämlich folgendermaßen. Hier kommt nämlich Glas hin. Dann kommt hier eine normale Reihe Marmor. Das heißt wiederum, dass, ich nochmal alles abreiße. Tut mir leid. Und diesmal wirklich komplett alles, weil ich will. Ich habe da doch nochmal. Ich bin noch nicht ganz zufrieden damit. Wenn ich nicht zufrieden. Ich gebe erst auf, wenn ich zufrieden bin. Dann ist ja eigentlich kein Aufgeben. Egal. Ich höre erst auf, wenn ich zufrieden bin. Weil. Ja, sonst macht es auch keinen Spaß. Ich muss es ja auch. Minecraft ist nur mal bauen und da verändert man ab und zu eben nochmal was. Da bleibt halt nicht mal alles so, wie es ist. Obwohl, das hätte ich gerade lassen können. Das und das. Aber die Wand wird nochmal abgerissen. Ach, wie schön man sich eigentlich konzentrieren kann, wenn man nicht mit jemandem zusammen aufnimmt. Naja, aber okay, das ist halt auch nur, es ist aber nicht immer so. Ich werde natürlich demnächst auch mal wieder fragen, jemanden aufnehmen. Ich finde es nur gerade auch mal so ganz schön. Aber nicht, dass er jetzt denkt, nö, der Robin, versteht sich nicht mehr mit den anderen Leuten, weil er es allein aufnimmt. Nee, das ist nicht so. Ja. So, da ist Marmorglas. Tür, Marmorglas. Genauso soll es sein. Genauso soll es sein. Glas, Marmor, andersrum. Genau. So, dann mache ich es immer so. Eins. Zack. So. Dann kommt da ja Glas hin. Dann mache ich. Hier, es kommt Glas, da kommt die Tür. Dann mache ich jetzt hier einmal sowas. Obwohl, das kann ich eigentlich auch anders machen. Also mache ich einfach hier einen Slap hin, dann mache ich da einen Slap hin. Nehme ich den Block hier wieder weg. Na komm her. So. Und dann gehe ich jetzt hier wieder hoch, schlag den Block weg, mach dann hier wieder eins hin und schon habe ich das für die Tür. Umständlicher geht's ja wohl kaum, aber ich habe es immerhin geschafft. Das ist ja die Hauptsache. So, dann haben wir das schon mal so. Das sieht jetzt auch etwas ungewöhnlich aus, aber das, ja, das legt sich noch. Genau, so.
Nein, 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 falsch, falsch, so nicht. So gerade nicht. Doch, doch, hier war es aber richtig. Aber an dem hier nicht. Mache ich das nämlich jetzt so. Und dann noch ein oben drauf setzen. Wo bin ich denn jetzt? Achso. Dann ziehe ich das Ganze hier so rüber. Und mache das so. Dann mache ich hier noch so einen Block hin. Und dann würde in die Ecken hier Glas kommen. Obwohl unter den Türen das... Ich glaube, ich mache das hier nochmal weg. Und gucke mir dann mal was an, wie das denn aussähe, wenn ich da jetzt mal aus Cobblestone... Mal gucken, ob ich eine Cobblestone... Da ist, habe ich Cobblestone. Wenn ich dann jetzt einfach mal eine Treppe da, ups, eine Treppe da hinsetzen würde. Und zwar eine Cobblestone-Treppe. Wie das denn so aussähe. Also ich muss sagen, es gefällt mir. Es ist, sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Obwohl, ich glaube, dann nehme ich schon lieber Steinziegeltreppen. Das sieht schöner aus, finde ich. Habe ich denn hier noch in der Kiste? Ach, da ist ja noch einiges. Ja, dann lege ich gleich mal so einen Stack Couplet. Obwohl, ich meine, ich hätte noch Stone eben noch gesehen. Hier. 4, 8. So, dann mache ich jetzt mal hier einmal nochmal Treppen. Und dann gucke ich mal, wie das aussieht. Ich glaube, das müsste eigentlich besser aussehen. Setze ich die mal hier hin. Ja, das sieht, finde ich, schon deutlich schöner aus. Ich glaube, dann mache ich das Ganze hier auch noch. Genau. Dann habe ich hier so eine kleine eingebaute Treppe. Könnte ich eigentlich noch, wenn ich möchte, hier dann noch nochmal eine... Ich mache nochmal eine Workbench hier. 3, 5, 6. So, dann mal... Zack, 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 zack. So. Und so. Sieht irgendwie ungewöhnlich aus, aber es geht. Also es geht, muss ich wirklich sagen. Aber ich glaube, dann mache ich, kann ich, das könnte ich das hier noch wegmachen. Dann das hier noch hinmachen. Den Block noch weg und dann das. Das sieht schon wieder scheiße aus. Also muss ich wirklich sagen, das gefällt mir nicht. Das kommt nochmal weg. Dann mache ich hier nochmal die normalen Stone Slabs hin. Lass ich es erstmal so. Bin immer noch unentschlossen, ob das so bleiben kann. Müsst ihr mir dann als Zuschauer in die Kommentare schreiben. Ja, genau. Das wäre, glaube ich, die beste Lösung. Obwohl, wie mache ich das denn am besten? Oder vielleicht reiße ich das auch alles weg hier. Mach dann einfach zack, 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 zack. Und dann mache ich mal, reiße ich das mal raus. Und dann setze ich das hier rein. Also nee, das geht ja, das sieht wirklich grauenvoll aus. Das kann ich sagen, wenn man ein gesunder Menschenverstand, dass ich das so nicht lassen kann. Dann sah das damit den Slabs schon besser aus. Warum gibt es denn keine Slabs aus? Ach, das ist blöd, dass es keine Slabs aus denen gibt. Obwohl, kann man die vielleicht auch so zerschneiden, dass es ist wie ein... Ach, da... Ich bin echt so doof. Natürlich gibt es Slabs daraus. Dann kann ich jetzt eigentlich alles abreißen. Na, nein, obwohl die Treppen sahen noch ganz gut aus. Die zwei. Den Rest baue ich dann. Also ich baue das. Warum bin ich eigentlich nicht drauf gekommen, dass es darauf auch Slabs sind? Natürlich gibt es daraus Slabs, ist doch eigentlich klar. Nur mir war es irgendwie gerade nicht so klar. Warum auch immer. Wenn ich an Slabs denke, dann denke ich immer automatisch an diese Cleanstone Slabs. Dabei gibt es ja auch Slabs aus verschiedenen, noch aus anderen Sachen. Hätte ich eigentlich auch gleich so machen können. Sieht ja eigentlich so immer noch schöner aus. Also so gefällt es mir. Und so werde ich es lassen mit dem Aufstieg hier. So, dann lege ich mal das mal wieder weg.
So. Kann ich mal gucken. Essen müsste ja mittlerweile fertig sein. Ach, da ist noch Gold. Und da sind 54 gebackene Kartoffeln. Also essen werden wir es erstmal, mangelt es uns erstmal nicht mehr. Dann esse ich jetzt erstmal die Brote auf und dann greife ich zu den Kartoffeln. Glas könnte ich eigentlich jetzt auch schon mal einsetzen, obwohl ich mir da nicht ganz so sicher bin, aber ob ich es jetzt schon machen soll. Aber ich mache es trotzdem einfach mal. Glas. Brauchen wir noch Sand. Haben wir hier vielleicht ein Glas? 14 Glaspanes. Wir brauchen mal... Ich finde, für die Tür bräuchten wir schon richtige Glasblöcke. Sieht am schönsten aus. Ich meine, noch den ganzen Sand ist jetzt egal. Und das wäre dann 1, 2, 3, 4, 5. Und da kommt dann der Sand rein. So, dann hätten wir das schon mal. Dann können wir da Glas dann hinmachen. Und dann können wir jetzt hier den Marble hochziehen. Das hört sich irgendwie widerlich an, den Marble hochziehen. Das hört sich an, als würden wir es gerade irgendwie hier ja, Schnupfen haben. Dann. Nee, also keine Ahnung, wie ich auf diese Gedanken komme immer. So. Zack, zack, zack. Zack, zack. So. Das hat nicht ganz gereicht, aber wir haben ja noch genug Marble auf Vorrat. Zwar hier in der Chest haben wir, boah, da haben wir noch so viel übrig. Also Marble haben wir wirklich im Moment keine, keinen Mangel. Soll ich an den Seil... Ja genau, hier ziehe ich auch noch eine Reihe hoch. So, dann hätte ich den Eingang jetzt schon mal. Das sieht ja, boah, sieht ja sehr groß aus. Könnte ich den Block eigentlich nochmal wegreißen? Nein, den nicht. Den, der sollte da bleiben. Der kommt da hin. Reiße ich den hier nochmal weg. Und dann könnte man dahin eigentlich auch nochmal einen Slab machen, einfach damit es einheitlich aussieht. So, dann kann man da noch das Glas draufsetzen. Ich glaube, das sieht gut aus. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das sieht scheiße aus, aber. Nee, ich glaube, es sieht ganz gut aus. Nur ich frage mich, ob das von dem, von meinen Baugedanken, wie ich mir das so vorstelle, ob das überhaupt aufs Grundstück passt. Weil. Nein, ich wollte noch ganz ein bisschen, kleines bisschen Sand hätte ich gern noch. Nicht alles zu Glas, sondern das nehme ich einmal mit. 12 Glas werden ja wohl reichen. Weil dann benutze ich hier noch ein bisschen Sand, um das hässliche Loch hier zu flicken, sehe ich gerade. Haben wir noch so ein hässliches Loch. Kobbel. Hätte ich gerne auch noch ein bisschen dabei. Ja, 27 werden es wohl reichen. Mache ich jetzt nochmal folgendes. Ich fülle jetzt nochmal das Loch hier unten auf. So. So. Na, das ist schon zu viel. Das war so. Dann kommt der Sand. So. So, das sieht ja so ganz gut aus. Dann reiße ich jetzt mal diese Barrikade hier mal weg. Dann machen wir einen ganz normalen Zaun hin. So, hat sich da ja irgendwas getan eigentlich? Ich ganz kurz hier über den Zaun bei Lycre. Oder auch mal kurz aufs Grundstück. Das ist neugierde Glas, hat er. Okay. Das Haus sieht ja schon mal so von der Art her, also von der... Ist ja schon recht weit. Der Fußboden fehlt natürlich noch, keine Frage, aber wenn man es so guckt, sieht eigentlich von außen schon mal recht gut aus. Ob, ja, könnte man vielleicht noch abstützen, aber gut, das ist, ich will jetzt auch nichts hier sagen. Das kann er sich natürlich selbst machen, wie er möchte. Ich bin jetzt auch gerade in meinem Haus beschäftigt. Ich finde nur mal, um es mal zur Inspiration, ist mal ganz interessant, bei anderen Leuten reinzuschauen. So, dann werde ich mal wieder gucken, ob ich nicht hier irgendwie... Ich frage mich, ob das überhaupt das Grundstück passt, so wie ich es mir vorstelle, aber ich denke mal, das Grundstück ist ja recht groß, wenn man so guckt und... Alter, kann ich schon viel, habe ich schon viel Freiheit hier zum Bauen. Dann gucke ich auch nochmal, das sieht ja von so, wenn man so guckt, sieht es recht komisch aus, aber es ist ja, habt ihr ja gesehen, es sieht ja eigentlich recht schön aus. Von vorne.
Da haben wir noch 3 Kohle übrig gehabt. Okay, wir haben halt auch nicht alles Glas geschmolzen jetzt. So, dann mache ich das so, dann mache ich das so und dann gucken wir uns das mal an. Habe ich eigentlich Connected Textures an? Ich guck mal kurz nach. Other. Wie ging das noch gleich? Quality. Connected Textures habe ich auf Fancy. Sehe ich noch überhaupt nichts von. Wisst ihr was? Ich mache das mal auf. Ich schalte das auch nochmal aus. Weil das brauchen wir noch nicht wirklich. Weil doch nicht jedes Texture Pack das unterstützt. Custom Colors haben wir auch off. Okay, das ist gut so. So, ja, ich weiß ja nicht. Obwohl das geht eigentlich. Obwohl, ich weiß nicht, ob ich hier noch Glas hin machen soll. Ich muss dann, ich bin da noch nicht so ganz entschlossen. So, dann gucken wir einfach mal weiter. Ich würde sagen, setzen wir noch ein paar Blöcke hier von hinten und gucken dann mal, wie das aussieht. 1, 2, 3, 4. Und das gleiche auf die andere Seite natürlich auch. Ich glaube, ich muss auch mal gucken hier mit den Bäumen, ob ich das nicht irgendwie woanders hin verlagere. Oder ich baue hier irgendwie zu Wasser. So viel Wasser brauche ich auch nicht, außer es war Dings hier ist ja auch noch genug Wasser. Muss ich mal gucken. Ich glaube, ich werde das nochmal zubauen hier. Ich glaube, so viel brauche ich ja auch nicht. Dann habe ich auch mal wieder ein bisschen mehr Platz. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 3, 4. Und dann habe ich noch normalen Marble. Ich gucke mal, ob ich noch Marble Bricks zufällig übrig habe. Aber ich glaube nicht. Nein, dann verarbeite ich, ob ich kann dann die 2 Marble auch noch alles wolle. Okay. Dann mal hier neue Marble Bricks herstellen. So, dann kann ich das jetzt hier wieder platzieren. So, lecker Brot. So, dann kommt das mal rein und dann dann geht es mal weiter. Wir haben jetzt, noch ein bisschen Blues im Hintergrund. Nee, dann haben wir jetzt ja hier, das ist überhaupt Blues. Nachher habe ich es noch falsch gesagt. Ne, das ist Blues, genau. ich kenne mich mit Musik generell nicht so gut aus. Aber das muss ja auch nicht jeder wissen. reicht auch, wenn ich so tue, als würde ich mich damit auskennen. So, einen Marble, wir brauchen noch einen normalen Marble. Nehme ich mal das hier mit. Und dann kann ich hier den Erdblock rausnehmen. Genau, dann kann man das eigentlich so lassen. Ich glaube, ich fange mal an, das zuzubauen, weil damit wir mehr Platz haben. Wir brauchen den Platz ganz dringend. Aber ich glaube, da haben wir ja genug. Da können wir schon einiges machen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich würde sagen, dann war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann gebt einen Daumen nach unten und schreibt, warum es euch nicht gefallen hat. Generell würde ich mich auch generell über jegliche andere Kommentare freuen. Link zum Resource Pack kommt, Texture Pack in diesem Fall, weil es ja 1 für 7 ist. Also Link zum Texture Pack und kommt auch nochmal in die Beschreibung für die Leute, die das gerne hätten. Und für alle Teilnehmer, die am Projekt auch noch teilnehmen, also wer ist da noch gleich bei Multicraft 97, dann ist da also der Fabian, dann ist ja noch der Luca, also Lügere LP dabei. Die Leute vom Minecraft Trio LP sind auch dabei. Lennox LP ist, glaube ich, im Moment pausiert, weil, glaube ich, bei ihm das Select, meine ich, gehört zu haben. Ich habe es gar nicht mehr ganz in Erinnerung. Ich könnte natürlich noch kurz in Skype nachgucken, was er mir noch gleich geschrieben hat, aber das gerade mal nicht. Aber er hat auf jeden Fall gerade, glaube ich, wegen Lex, glaube ich, mal habe ich, meine ich, so in Erinnerung zu haben, pausiert. Aber naja, egal. Die ganzen Links zu den Teilnehmern kommen auch nochmal in die Beschreibung. Den Kanal von Das Elpify verlinke ich trotzdem, auch wenn er jetzt mittlerweile nicht mehr teilnimmt. Der ist ja ausgestiegen, für die, die es noch nicht wissen, wegen seiner schlechten Internetverbindung. Aber ihn verlinke ich trotzdem nochmal, weil er einfach auch damals im Projekt dabei war. Und ja, deswegen sehe ich jetzt nicht ein, warum ich ihn aus der Verlinkung rausnehmen sollte. Ganz teilnehmen in der Beschreibung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal.